Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder Rabbit Island. So, ab geht's zu unserem Spielstand. Wir sind, ich glaube, in der Episode 6. Genau, Episode 6. So, was haben wir denn? Oh, sehr viele Bosse, auch fliegende, unsichtbare. Bläh, unguter Level. Aber, naja, was soll man machen? Ist halt so. Ein bisschen zoomen können wir. Ein bisschen drehen noch. Ja. So, wie machen wir das, Leute? Wie machen wir das? Also, ich habe hier nicht viel Auswahl. Hier können wir. Da, vier, da noch. Ja, ich brauche einen, der die Unsichtbaren entdeckt und auch die fliegenden Unsichtbaren. Darum würde ich vorschlagen. Wie machen wir das? Jetzt muss ich nachdenken. Was ist, wenn ich hier dicht mache? Dann gehen die da hinten. Was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Gut, dann machen wir hier einen. Den. Und dann den zweiten. Hier. Und da machen wir dann was gegen Unsichtbare und so weiter. Schauen wir mal, was reinkommt. So, im Moment geht's ja, weil die kassieren hier instant. Aber es ist natürlich die Frage, was reinkommt. Dass wir da nicht dabei bleiben. So, die Fliegenden sind jetzt auch nicht das Problem. Schießt den ab. Das wäre nice. So, jetzt müssen wir langsam was gegen die Unsichtbaren machen. So, das ist halt die Frage. Was gegen Fliegende wäre auch nicht schlecht. Aber da könnte man die da ein bisschen upgraden. So, das geht dabei noch so. Wir brauchen jetzt was gegen Fliegende. Ernsthaft. So. Hammer. Dann gegen unsichtbare Fliegende und hier gegen unsichtbare Bodentruppen. So werden wir es machen. Ich hoffe, das haut hin. Oh, der Damage hier wird nicht reichen. Oh, scheiße. Oh. Schieß, schieß! Ja, der hat ihn noch, aber der Boss, das wird wieder eine andere Sache. Und den upgraden hier schnell. Aber es wird sich trotzdem nicht ausgehen. Der frisst zu viel. Also einer geht durch, da kann ich nichts dran ändern. Aber der Rest sieht nicht mehr so schlecht aus. So, wir machen hier was gegen unsichtbare Bodentruppen. So, da sind sie. Den Fliegende haben wir auch was, das haut so weit hin. Upgrade. So, die Fliegenden sind nicht das Problem, nur die Bodentruppen. Hier können wir ein bisschen Artillerie nehmen. So, dann haben wir die Artillerie ein bisschen upgraden. Ja, einer ist durch, da konnte nichts machen. Ich hätte das mit den Unsichtbaren später bauen sollen. Dann vielleicht. Aber hätte Fahrerkette, das kennt man ja, ne? So. Letztes wieder ein Unsichtbarer. Dann würde ich sagen, wir machen hier das Flächendamage nur rauf, weil das sieht nach einem Boss aus, genau. Ungut, ungut. Der hat gekriegt. Ja, Silber, das ist doch okay. Es gibt schon immer was, Leute. Silber ist immerhin Silber und nicht Bronze. Also, wir gehen hier weiter. Wieso komme ich hier wieder zurück? So. Hier haben wir auch wieder alles, inklusive Unsichtbare. Boah, das ist richtig eklig, ey. Diese Missionen sind so ekelhaft schon. Weil du einfach alles hast und an alles denken musst. Jetzt kommen die von hier, das heißt, wir werden hier mal dicht machen. Das ist immer das Gescheiteste. So, das machen wir, indem wir hier das so machen. Das ist auch blöd. Das ist blöd. Dann nehme ich lieber den. So, jetzt schauen wir, was reinkommt. Und dann lassen wir die wieder umdrehen. Ich habe jetzt eine gute Idee. Lassen die ein bisschen vorwärts kommen. Und dann machen wir da dicht. Dann gehen die nämlich dann zurück. So, zack! Jetzt können wir es wieder umdrehen.
Ja, ich hoffe, der Trick hat soweit funktioniert. Hier machen wir mal so einen hin. Hier bräuchte ich noch was. Ja, soweit haut's hin. Der hier war nicht so gut, Leute. Das muss man anders machen, so funktioniert es nicht. Restart, das haben wir schlecht gemacht. Fangen wir an. Das ist schlecht gemacht worden. Vor allem sollten wir hier eher eine Flugabwehr hin. Das ist zwar jetzt ein bisschen kontraproduktiv, aber es hilft schon ein bisschen auch. Um den Rest müssen wir sich danach kümmern. So. Gehen wir hier einen hin. Ja, soweit haut's hin. Unsichtbare, das lasse ich im Moment noch. Aber gegen fliegende Unsichtbare müssen wir dann was machen. So, hier können wir Flächendamage nachher hin. So, weg mit denen, Leute. Hier machen wir was gegen fliegende Unsichtbare. Auch Artillerie. Hier mal was gegen Bodentruppen hin. Oh, scheiße. So, die müssen wir wieder umdrehen lassen hier. Ich brauche hier Flächendamage, definitiv. So. Den verkaufen. Und hier wieder dicht machen. So, der eine Fliegende, der wird durch, das weiß ich, aber ich kann es nicht ändern. Hier können wir was gegen Fliegende machen. Das würde schon helfen. So, Artillerie upgraden, ganz wichtig. Die fressen mir alle Karotten weg, das wird schwierig hier. Das wird sehr schwierig, Leute. Die Unsichtbare, das muss ich später nehmen, weil das hilft mir im Moment hier gar nichts. Wir kriegen das so nicht hin. Das kann ich schneller laufen lassen, weil das wird man eh nicht aufhalten. So, hat nicht funktioniert. Es sollen angeblich Unsichtbare kommen, ich frage mich nur wann. Also das ist scheiße hier. Wir brauchen hier Flugabwehr. Dann nehmen wir hier noch einen normalen. So, und los geht's. Ob das jetzt so gut war, weiß ich auch nicht, aber schauen wir mal. So. Mann! Ach, scheiße. So funktioniert das nicht. Das ist ein Dreck, diese Mission, ey. Das geht mal am Zipf. Diese Unsichtbaren sind so scheißlästig, Leute. So, wir können das hier erst später einfach machen, sonst geht das nicht. Die müssen hier ein bisschen rüber, damit wir ein bisschen die aufhalten. Ich brauche einfach Zeit. Ich sag's, wie es ist. Ich brauche einfach nur Zeit. So. Hier jetzt den. So, jetzt habe ich genug Zeit.
Dann machen wir hier Massendamage einmal hin. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Mal schauen. Bis jetzt geht's. Aber bis jetzt heißt nicht, dass es auf Dauer funktioniert. So, das heißt, wir können hier nur einen hin, haut hin. Oh, ein bisschen langsamer mit den Pferden hier. So, wir werden den hier dann upgraden. Sonst fällt mir eh nichts ein. Oder den hier. Das ist natürlich auch eine Sache. Schauen wir mal. Vielleicht auch die Artillerie. Artillerie ist immer gut. Upgraden wir die zuerst mal. Oh, die sind mal ein bisschen zu speedig hier. Oh, das wird jetzt schwierig. 50 kostet es. So viel Geld habe ich nicht. Jetzt hätten wir so viel Geld. So, upgraden wir schnell die Artillerie. Die Flugabwehr hier. Können wir zwar eh nicht mehr aufhalten, aber der nächste wird uns danken, der nächste Fliegende. So, jetzt müssen wir den Boss hier loswerden. Dann kriegen wir das noch hin. Sehr schön. Jetzt sind die mit einem Schuss hier weg. Das hilft auf jeden Fall. Den Boss haben wir auch. Das läuft. Jetzt müssen wir die hier upgraden. Wir brauchen definitiv mehr Damage jetzt. Also eine Karotte ist weg, da kann man nichts machen. Mal schauen, vielleicht schaffen wir ja wieder Silber, ne? Ist nicht leicht, aber machbar grundsätzlich. So, schieß sie weg da. So, jetzt kommen Unsichtbare. Das heißt, wir brauchen was gegen Bodentropfen. Das nehmen wir hier. Und hier machen wir was gegen unsichtbare Fliegende gleich hin. Oh, das kann man sich schon leisten. So weit haut das hin. Dann werden wir die da upgraden. Beziehungsweise zuerst den Massendamage. Das ist ganz wichtig. So, 160 Bohre, aber das reicht. Wir kriegen hier jetzt ordentlich auf die Lutze. So, wir bräuchten eine Luftabwehr-Upgrade. Oh, das wird knapp, Leute. Aber wir schaffen ihn. Haut hin! So, einmal Luftabwehr nur upgraden. Ich denke, die Bodentruppen kriegen das so auch noch hin. Ja, einer ist durch, kann ich nicht ändern, aber Silber ist auf jeden Fall nur drin. So, okay, dann nehmen wir den hier. Das wird jetzt ein bisschen dauern, ist ein bisschen gut auch gesetzt, aber dafür haut er mal schön rein dann. Jawohl, das ist Damage, Leute. Das ist Damage. Wollen wir den dann noch upgraden? So, es wird ein bisschen dauern, aber es rentiert sich auf jeden Fall. Ein bisschen bellen könnten sie sich nur. Und geschafft, Silber. Gott sei Dank, das war ein sehr unguter Level. Der macht keinen Ohne. Aber die sind jetzt alle schon so. Das Problem ist halt, es kommen halt alle. Hier zum Beispiel haben wir wieder unsichtbare Bodentruppen. Ich sehe aber keine unsichtbaren Fliegenden. Das ist schon mal gut. Also keine unsichtbaren Fliegenden, das hilft auf jeden Fall schon mal. Hilft mir insofern, dass ich das nicht bauen muss. Boah, hier hat man auch keinen Platz hier. Gut, also unsichtbare Bodentruppen haben wir.
Dann machen wir das zuerst so mal, dass wir ein bisschen Damage hier haben. Oh, hier geht's gleich richtig zur Sache. So, hier machen wir das gegen unsichtbare Bodentruppen. Das heißt hier den. Fliegende, das erspare ich mir mal, das machen wir mit den anderen. Wir machen was gegen unsichtbare Bodentruppen hier. Hier können wir was gegen Fliegende machen dann. Das geht. Lass mal ein bisschen schneller. So, was gegen Fliegende hier hin? Bisschen Massendamage, schade da nicht, und das war's eh dann, mehr habe ich nicht frei. Oh, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, ich hoffe doch weit. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!